Heizleitung entlüfte. Es kann tatsächlich passieren, dass die mal Luft zieht, aus welchen Gründen auch immer. Bei mir war jetzt noch was im Tank drin, allerdings zu wenig, so dass die Luft zuckert. Alles kein Problem. Einfach Entlüftungsventil aufschraube, mit der Heizung auf Entstörungsbetrieb gehe. Dann saugt es die Luft aus der Leitung und gleich mal demonstriere. Alles kein Problem. Also, jetzt kommt Sprit an. Gott sei Dank. Alles auf Auto. Jetzt wird es wieder warm. Jetzt haben wir noch das Problem, dass meine Lieblingspumpe wieder nicht pumpt. Aber gut, die werde ich halt schön zerlegen und putzen. Notschalter aus. Kann nichts passieren. Also wenn diese Pumpe mal nicht mehr pumpet, das Heizsystem, ist jetzt kalt. Hähne zu. Die Pumpe raus, Schraube, alles ausmachen. Putzer, da hat so Verunreinigungen, Kalk und so drin. Das alles schön putzen, ist wie bei der Aquariumpumpe. Und dann läuft die wieder. Also, bis gleich. Ja. Läuft schon wieder. Ja. Und schau an. Rumpelt's. Und siehe da, steigt schön warm. Jawohl. Heizung an. Warmwassersystem an. Das ist Musik, wenn es kalt ist. Passt.